Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Golden Body Personal Training. Heute geht es um das Thema, wie ich aus der Magersucht herausgekommen bin. Einige von euch haben mein Video eventuell schon gesehen, wo es darum geht, um meine Story zu meiner Magersucht. Heute möchte ich euch erklären oder erzählen, wie ich da rausgekommen bin. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, möchte mich an dieser Stelle auch gleich noch bedanken bei euch für euer Vertrauen, für eure Offenheit, für euer Verständnis auch und Mitgefühl. Ich habe wirklich, wirklich nicht damit gerechnet, dass mir so viele Frauen natürlich schreiben werden und mir ihre Geschichte erzählen. Auch war natürlich die Nachfrage groß nach einem Video, wie ich da rausgekommen bin. Darum möchte ich das jetzt heute in Angriff nehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, aber ich denke so, es ging um den Spital und von da an ging es ja eigentlich so irgendwann bergauf. Es ist so, ich habe natürlich, wie man wahrscheinlich annehmen kann, viele Therapien gemacht, welche mir persönlich nicht wirklich geholfen haben. Auch habe ich im ersten Video ziemlich sicher meinen Sportlehrer erwähnt, der mich im Spital besucht hat. Er hat eine große, große Rolle gespielt, um mich auf den richtigen Weg zu bringen. Er war lange bei mir, hat auf mich eingeredet und hat mir eigentlich gezeigt, was das Leben für mich bereithält. Und mir auch aufgezeigt, dass das völliger Quatsch ist, was ich mir da gerade antue. Und da habe ich eigentlich den Entschluss gefasst, dass ich das nicht länger machen möchte und mir das nicht antun möchte, weil das geht ja stark in Körperverletzung. Und irgendwann bin ich echt, ich weiß noch ganz genau, ich bin in meinem Spitalbett gesessen, habe Xavier Naidoo gehört, ich war ein absoluter Fan von ihm und dachte, Scheiße Laura, was machst du da gerade, was tust du dir an? Ich habe noch 37 Kilo auf die Waage gebracht und habe mich echt gefragt, boah, Scheiße, siehst du verkackt aus. Das war so etwa der Gedanke, der mir kam, weil schön war es nicht. Und ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendwo ein Bild gesehen, wahrscheinlich in einer Zeitschrift, von irgendeinem Star. Und dachte, die hat eine schöne Figur und das habe ich früher eigentlich immer gehabt und habe mich auf die Knochen abgehungert und sehe aus wie ein wandelndes Skelett. Und das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, und jetzt nimmst du das in Angriff. Gut, ist natürlich leichter gesagt als getan. Man hat immer noch das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter. Vor allem der Teufel macht sein echt schwer, wenn man sich vornimmt, man möchte essen und man isst es vielleicht auch, aber das schlechte Gewissen danach, das ist Hölle, wirklich, das kann ich nicht anders beschreiben. Ja, natürlich habe ich dann eine Ernährungsberaterin gehabt im Spital. Das Problem war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich nicht darauf eingelassen habe oder ob sie sich nicht so mit der Materie ausgekennt hat. Auf jeden Fall, mein größtes Problem war, ich habe ja seit Jahren dort schon fast nicht mehr normal gegessen und wusste auch nicht, was normal essen ist. Also ich wusste nicht, ist eine Portion so oder ist eine Portion so? Keine Ahnung. Was isst man zum Morgenessen? Was sind Snacks? Wie groß sollten die Snacks sein? Ich hatte keine Ahnung von den Mengen. Das Problem war, jeder andere würde sagen, naja, iss einfach, bis du voll bist. Ist leider so, dass nach einer Magersucht ist das Sättigungsgefühl nicht mehr vorhanden. Also ich habe wirklich dann angefangen zu essen
und durch dieses nicht vorhandene Sättigungsgefühl teilweise noch eine Cornflakes-Packung zum Dessert gegessen oder ich konnte eine ganze Familienpackung Kekse essen. Ich konnte wirklich enorme Mengen essen, bis ich teilweise vor Bauchkrämpfen nicht mehr stehen konnte. Ich konnte nicht mehr gehen. Ich hatte wirklich Mühe mit diesen Mengen. Naja, so kam es auch, dass ich natürlich, kann man sich ja vorstellen, das ging nicht von heute auf morgen, dass man da genau weiß, wie, was, wo. Ich musste sehr lange üben. Ich behaupte, so ein richtig normales Essverhalten habe ich vielleicht seit 2 Jahren. Es gab viele Produkte, die ich jahrelang nicht essen konnte, die ich auch heute noch nicht gerne esse. Das sind lustigerweise sind das ganz komische Nahrungsmittel, wie zum Beispiel normale Joghurts. Das sind zuckerhaltige Getränke. Das sind Butter. Ja, das sind so die, die mir gerade in den Sinn kommen. Ja, ich glaube, es sind so die. Und dann gab es natürlich, ja, viele Sachen, die habe ich mir auch über eine lange Zeit verboten und bin mich gar nicht mehr daran gewöhnt gewesen. Ich bin aber in der ganzen Zeit immer vegetarisch gewesen, also das war, das ist so geblieben, von Anfang bis jetzt. Ich habe dann viel ausprobiert, ich habe teilweise einen Tag nichts gegessen, dann wieder einen Tag nur Äpfel gegessen, dann wieder normal, also ja, normal gegessen. Das war vor allem in der Lehrzeit so. Ich habe dann die Tage, an denen ich fast nichts gegessen habe, mit so Leitgetränken gemeistert. Ich habe viele Leitprodukte gegessen. Was ich aber auch gemacht habe, wie viele vielleicht schon wissen, ich bin eine Süße und ich habe teilweise ganze Mahlzeiten gestrichen. Also zum Beispiel kein Morgenessen gegessen, kein Mittagessen, dafür zum Nachtessen eine Packung Kekse oder einen Kuchen oder wie auch immer. Also ich habe ganz schräg gegessen, überhaupt nicht vorbildlich. Ich habe auch, ja, ich habe immer sehr gerne Gemüse und Früchte gehabt, aber ich konnte zum Beispiel auch nicht eine Portion Nudeln kochen für mich alleine. Es war immer anders, ob ich alleine war oder mit jemandem zusammen. Also zum Beispiel, wenn ich mit Freunden und Freundinnen gekocht habe, dann war das nicht so ein Problem. Dann habe ich das aber auch schon vorher geplant. Aber wenn es zum Beispiel so war, dass ich zu Hause alleine für mich gekocht habe, hätte ich nie Nudeln oder Reis oder etwas in diese Richtung gekocht. Ich habe wirklich in diesen beiden Extremen gelebt. Entweder Gemüse und Früchte oder Süßes. Aber das so, dass das Normale, das habe ich lange nicht gemacht. Es war auch so, immer wenn etwas passiert ist, was mich belastet hat, dann war das Essen natürlich wieder am vordersten Front. Also wenn es mir nicht gut ging, hat man das ziemlich schnell an meinem Körpergewicht gesehen. Ich habe dann nicht mehr gegessen. Ja, und durch das war ich auch mit dem Gewicht immer so in einer Range, ich würde jetzt sagen zwischen 50 und 58 Kilo. Die 58 waren absolutes Maximum, da habe ich mich ganz unwohl gefühlt. Dort ist es mir eigentlich auch nicht gut gegangen. Ich war total aufgeschwemmt und ja, das hat mir gar nicht gefallen. Dann ist es so weit gekommen, dass ich den Sport wieder für mich entdeckt habe. Ich war immer im Fitness, als ich mit dem Leichtathletik aufgehört habe. Getanzt habe ich lange, dann das Fitness, genau. Ich war eigentlich immer sportlich, aber es war nicht mehr so eine Priorität, auch aufgrund von Leuten um mich herum, die alle eigentlich nicht sehr sportlich waren.
Und ja, halt die Jugend, da lebt man sich ein wenig aus. Und jedenfalls ist dann irgendwann ist mir die Idee gekommen, ich möchte mich weiterbilden. Ich wusste, ich war ein sehr sportliches Kind, eigentlich auch nachher. Ich habe mich immer mit Ernährung befasst und wusste, ich möchte in diese Richtung, habe mich dann für den Gesundheitstrainer entschieden und darauf den Personal Trainer gemacht und habe mich da irgendwie gefunden. Das ist, ich kann nicht mal sagen, wie das ging. Ich hatte am Anfang keine Ahnung, was ich da gerade mache, bezüglich auch meinem Training. Ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß machte. Das war das erste Mal, dass ich nicht trainiert habe, um Kalorien zu verbrennen, sondern einfach nur aus Spaß, aus Freude, weil mir das gut getan hat. Ich war da zu Hause, hatte meine verschiedenen Tools, Trampolin und irgendwelche Gewichte und das TRX. Und ich habe einfach gemacht, auf was, dass ich Lust hatte. Ich hatte nie einen Plan, ich habe auch jetzt noch keinen Plan, was vielleicht viele verwundern mag. Ich trainiere nicht nach einem Plan, ich mache wirklich nur das, worauf ich Lust habe und auch nur dann, wenn ich Zeit habe. Natürlich trainiere ich mit den Gruppen mit, die ich leite, aber sonst ist es wirklich so, wenn ich Muskelkater habe, dann trainiere ich nicht. Wenn ich keine Zeit oder Lust habe, trainiere ich auch nicht. Und wenn ja, dann schaue ich auf das Wetter, ob ich nach draußen will oder nicht. Also es ist wirklich völlig zwangsfrei. Und das macht mir sehr Spaß. Ich glaube, schlussendlich habe ich mich selbst therapiert, auch wenn es viele Therapeuten gab, die es versucht haben. Aber ich habe immer wieder von verschiedenen Leuten mir Inputs geholt, die mir etwas gebracht haben. Und heute kann ich wirklich sagen, bin ich sehr glücklich, so wie es ist. Ich kann alles essen, bis auf einige Sachen, die ich einfach nie eingebaut habe oder vielleicht auch einfach nicht mag, die mir nicht wichtig sind. Und ja, ich kann essen gehen, wann ich will. Ich kann zu Einladungen gehen, was ich früher nie gekonnt hätte. Das mag für Leute, die nicht diesen Hintergrund haben, kann das sehr verwirrend tönen möglicherweise. Aber das ist wirklich so. Ich habe früher Einladungen abgesagt, wenn ich nicht wusste, was es zu essen gibt oder wenn ich an diesem Tag schon zu viel gegessen habe für mein Range. Ja, und es ist sehr schön, an Feste gehen zu können, an Einladungen gehen zu können und einfach sich keine Gedanken machen zu müssen, was esse ich dort oder wie verheimliche ich etwas. Es ist auch so, dass ich mich sehr wohl fühle in meinem Körper. Ich möchte hier wirklich nochmals betonen, ich bin nicht in die Magersucht gerutscht, weil ich mich jemals zu dick oder zu hässlich gefühlt habe, sondern einfach, weil es mir nicht gut ging, weil ja, etwas sehr Schlimmes für mich passiert ist. Und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt gewesen bei mir. Also auch jetzt, ich habe keine Ahnung, wie schwer das ich bin. Ich habe das eine Zeit lang natürlich verfolgt, auch interesseshalber mit dem Körperfettanteil und so. Heute muss ich sagen, interessiert mich das nicht mehr. Solange ich mich wohlfühle, ist alles in Ordnung. Wenn ich im Winter ein paar Kilos mehr drauf habe, ist das auch okay. Ich weiß, dass ich im Sommer wieder sehr viel Sport draußen machen werde. Und das ist eigentlich das, was ich auch euch übermitteln möchte, dass ihr wirklich einfach Sport macht zur Freude, dass ihr gerne den Sport ausübt und nicht mit einer Uhr, welche euch anzeigt, wie viele Kalorien ihr dabei verbrennt. Das ist wirklich einfach scheißegal. Schaut lieber beim Essen, da habt ihr die Möglichkeit, aber Sport kann euch so viel geben. Und wenn ihr nur fürs Kalorienverbrennen Sport macht, dann könnt ihr euren Kopf nicht verlüften. Dann habt ihr keinen positiven Effekt, was das anbelangt. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, macht den Sport, der euch gefällt. Egal, ob das Kickboxen, Tanzen, weiß doch auch nicht, Trampolinspringen oder Klettern ist. Wir sind alle verschieden und nur weil ich zum Beispiel gerne Functional Training mache, heißt das nicht, dass das für dich auch so sein muss.
So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt auf mich zu. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade alles erwähnt habe in diesem Video, aber das ist halt freie Schnauze. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Nochmals vielen Dank für all die Nachrichten. Wenn ihr Hilfe braucht, ich habe auch jetzt doch relativ viele Magersuchtpatienten bei mir im Training und in der Beratung. Ich denke, ich kann euch sehr gut verstehen und nachvollziehen, wo ihr seid auf eurem Weg. Darum, ich helfe euch sehr gerne, wenn ihr irgendwelche Ratschläge braucht. Und ja, meldet euch bei mir, wenn es der richtige Zeitpunkt ist für euch. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und bis bald.